Der folgende Comic-Talk-Clip wird präsentiert von Sammlerecke. Comics und Romane. Europas größte Comic-Auswahl in Esslingen bei Stuttgart. Hallo liebe Netzsteckerinnen und Netzstecker und willkommen zu Ausgefragt, dem Interviewformat des Comic Talks. Und zu Gast heute bei mir ist Trommelwirbel der Autor Kai Meier. Hallo. Applauspunkt. Hallo Kai. Hi. Wir kennen uns schon von deinem Auftritt sozusagen beim Comic Talk im letzten Jahr, vorletzten Jahr. Da warst du im Jurek hier, hast das Fleisch der vielen vorgestellt. Und ich sage gleich ohne Umschweife, du bist aber eigentlich ein Erfolgsautor im Bereich Belletristik. Und ich habe gar nicht erst versucht, deine Bücher zu zählen. Es sind zu viele. Mehrheitlich arbeitest du aber in den Genres Fantasy, Science Fiction, Science Fantasy. Und deshalb darfst du mich jetzt zum Auftakt korrigieren. Wie viele Sternlein stehen konkret im Regal und in welchen Konstellationen hast du sie uns angeordnet? Wie viele Bücher da stehen? Ja. Also ich glaube, geschrieben habe ich ungefähr 60. Also 61, 62, sowas in dem Dreh. Ich habe auch schon wirklich eine Weile nicht mehr gezählt. Und im Regal stehen sie. Also zum einen habe ich das Regal, oder die, das ist eine ganze Wand, mit, diese Regalwand mit meinen Büchern, die steht wirklich in der hintersten Ecke von meinem Haus. Da steht auch mein Fahrrad tatsächlich vor. Also es ist nicht so irgendwie mitten im Wohnzimmer platziert, dass jeder sieht, der sofort reinkommt, sondern es steht in der Ecke und staubt so ein bisschen vor sich hin. Und die Bücher stehen da eigentlich, die stehen nach einer Ordnung, aber ich glaube, die erkennt keiner außer mir. Also das ist so immer so die Frage, bisschen, wie soll man Bücher ordnen? Ja, so ein bisschen nach Erwachsenenbücher, Jugendbücher und dann nochmal ein Regal mit den Übersetzungen und so weiter. Also das fangen wir jetzt auch gar nicht an. Das ist ein Fass ohne Boden. Ich habe aber versucht, deine Comic-Adaptionen zu zählen. Ich kam auf 6. Zählst das kann sein. Das war, die habe ich tatsächlich auch nicht gezählt. Es sind ja auch schon mehr in der Pipeline. Nee, es müssten mehr, so mehr sein. Also wir haben dreimal... Nee, Quatsch, wir haben ja alleine schon... Die habe ich einzeln gezählt. Achso, das Wolkenfrosch hast du einzeln gezählt. Okay, also ja, dann die dann Stoffe, die Stoffe. Dann wird es stimmen. Ich glaube, es sind 6 Stoffe plus weitere in der Pipeline, da kommen wir auch noch dazu. Wir schauen auch gleich konkret rein in ein paar, in 3 ausgewählte Comic-Adaptionen. Ich teasere schon mal an, wir haben Frostfeuer, wir haben Wolkenvolk und wir haben die Krone der Sterne als neuestes. Zuvor aber eine Rückfrage zum Werdegang. Du bist seit 25 Jahren jetzt freier Schriftsteller. Davor hast du für den Kölner Express, eine Boulevardzeitung mit Tagesanspruch, umgekehrt eine Tageszeitung mit Boulevardanspruch geschrieben. Was lernt man da oder was hast du da mitgenommen in der Zeit? Ich war tatsächlich ja nicht beim Kölner Express, ich war beim Ostableger des Express. Also der Ostableger? Den gab es. Ach, und zwar hat Dumont damals in Halle einen eigenen Express für den Osten aufgemacht. Und suchte Volontäre aus dem Westen. Ach so. Das darf man heute fast gar nicht mehr erzählen. Und, aber so war das damals. Und so bin ich da gelandet. Also ich komme ja aus dem Rheinland, bin dann nach Halle und habe da volontiert und war da auch noch Redakteur. Und 1995 wurde der Express dann eingestellt. Ach so. Und da hatte ich aber meine ersten Bücher schon geschrieben. Also ich habe das erste Buch während des Volontariats geschrieben und habe mich dann auch gar nicht mehr beworben, sondern habe dann gleich gesagt, ich mache das jetzt. Hast du was mitgenommen aus dieser Erfahrung des Zeitungsjournalismus? Ja, definitiv. Also zum einen natürlich das Recherchieren und vor allen Dingen ein zielgerichtetes Recherchieren. Also das heißt, Recherche kann ja sehr schnell ausufern. Ja. Und das tut sie auch bei mir noch gelegentlich, aber vielleicht nicht so extrem wie bei manch anderen, weil ich einfach immer noch so im Kopf habe, der Text muss irgendwann fertig werden. Er darf nicht, darf einfach nur eine bestimmte oder sollte nur eine bestimmte Länge haben. Auch ein Buch sollte ja jetzt nicht immer weitergehen. Und es sollte halt irgendwann, wie gesagt, also einfach an einem bestimmten Datum fertig sein. Und, und ich glaube, das ist irgendwo hängen geblieben. Also das richtig, ist was noch vom Boulevardjournalismus kommt. Abgabedruck. Und Boulevardjournalismus ist natürlich auch noch mehr als der normale Tageszeitungsjournalismus ein Geschichten erzählen. Und ich meine, also viele sagen dann immer, ja, Geschichten erfinden. Nee, Boulevard ist ja schon auch Journalismus. Also nur man muss die Sachen halt anders aufbereiten. Also man muss mehr auf Emotionen gehen, man muss mehr auf Menschen gehen. Also man muss die Nachrichten über Menschen und Emotionen erzählen. Und ich glaube, das ist was schon auch irgendwo dann in die Bücher eingeflossen ist. Figurenzeichnung, ja, klar. Dann hast du also nie in Köln gelebt wirklich. Ich bin aufgewachsen in Zülpich, das ist in der Nähe von Köln.
Ich weiß, ich komme aus Düren. Ja. Schicksale, Schicksale, hier in ausgefragtem Comic Talk. Also ich habe in Zürich Abi gemacht und habe dann kurz in Bochum studiert und bin dann nach Halle. Na, ich dachte mir, wie kommst du, ich dachte mir, bist du damals durch Kölner Comicläden gestromert, warst du vielleicht Kölner Comicmesse? Wo ist deine Beziehung zu Comics? Die hast du ja irgendwo her. Wo ist die entstanden? Ich war schon noch in Kölner, oder ich gehe heute ja natürlich in Kölner Comicläden wieder, aber auch war damals im... Ich glaube, der erste Comicladen, in dem ich überhaupt war, war das Pin-Up. Ja, das ist doch der Alteingesessene. Genau, da war ich, glaube ich, mit 17 zum ersten Mal. Und zwar an dem Tag, als ich zur Musterung musste. Deshalb weiß ich das. Und dann war ich beim Taschen damals noch, als er, glaube ich, noch selbst hinter der Theke stand. Oh ja. Bin relativ sicher, dass derjenige, den ich da immer hinter der Theke gesehen habe, dass Hinter das noch Neumarkt. Da, ja. Benedikt Taschen. Genau, den gab es ja damals noch. Und also das waren so die beiden, in die ich damals mal gegangen bin. Und Pin-Up gehe ich heute halt noch hin, klar. Ja. Und wie kamst du darauf, deine Bücher zu Comics zu adaptieren? Das ist ja auch ein Schritt, den wahrscheinlich nicht jeder Schriftsteller gehen mag. Also mir war das von Anfang an tatsächlich wichtig, meine Geschichten über verschiedene Medien zu erzählen. Ich mache ja auch, es gibt ja auch sehr, sehr viele Hörspiele basierend auf meinen Romanen. Es gab natürlich immer mal Versuche, irgendwas zu verfilmen. Also einer ist ja mal verfilmt worden und es gab viele Optionen auf andere Bücher. Ich glaube, mein Vorbild war, und zwar einfach, weil ich im richtigen Alter ein so großer Fan von ihm war, Clive Barker. Also Clive Barker hat angefangen als Horrorautor, wurde dann auch so ein bisschen, ging dann mehr so in die Fantasy-Richtung, war in den 80ern aber einer der ganz, ganz großen Horrorautoren. Und der ist sehr schnell hingegangen, und hat wirklich seine Geschichten so durch alle Medien gestreut. Also er hat dann ja selbst Regie geführt bei Hellraiser und Nightbreed und hatte schließlich bei Marvel sogar ein eigenes Barkerverse, nannte sich das. Also da gab es hatte er so eine Reihe von Serien, die er konzipiert hatte. Die waren nicht so richtig super, aber auf jeden Fall, das war schon so ein bisschen, der hatte schon Vorbildfunktion damals, weil ich in dem, wie alt war ich da? Irgendwas zwischen 18 und Anfang 20. Und und habe einfach gedacht, okay, also wenn das bei dir mal mit dem Schreiben klappt, dann willst du das auch so haben. Dann haben wir quasi bei Splitter dein Meyerverse. Hast du es geschafft? Ist ja dein Stammverlag. Dann sehe ich das richtig. Du betrachtest Comics als eigene Artefakte. Dein Roman ist eins, der Comic, die Verfilmung, das ist für dich also ganz verschiedene Darreichungsformen deiner Stoffe. Es ist in erster Linie erstmal einfach die Geschichte. Und dann ist es ganz egal eigentlich, in welchem Medium die stattfindet. Also ich bin nun mal irgendwann Schriftsteller geworden, entsprechend sind oder Romanautor geworden, entsprechend sind die meisten meiner Geschichten erstmal Romane. Aber ich schreibe jetzt gerade zum Beispiel zwei Hörspielserien für Audible. Die schreibe ich direkt als Hörspiele. Mhm. Und das macht für mich bei der Arbeit eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Ja. Also die klar, das Produkt am Ende ist ein anderes und die Produkt, schreckliches Wort, aber eben das, was man da am Ende rausbekommt, ist was anderes. Aber die Arbeit selbst ist eigentlich exakt die gleiche. Es ist Recherchieren, es ist Konzipieren, es ist die dramaturgische Arbeit ist natürlich bei beidem mehr oder minder dieselbe. Und ich habe ja auch mal einen Comic geschrieben für den Dieter Jüth. Das ist bei Feder und Schwert damals erschienen. Ach so, Das war quasi so das Erste. Und ich habe mal Gespenstergeschichten für Bastei geschrieben. Drei Stück. Das war noch, ich glaube sogar vor meinem ersten Buch. Können wir das rausschneiden? Darf man das nicht erwähnen? Nein, das ist dein Leben. Die Sache bei den Gespenstergeschichten war ja, dass man, es gab ja zwei Autoren. Es gab einmal denjenigen, der die Geschichte geschrieben hat und der hat quasi einfach nur die Panels beschrieben, also in dem Fall ich. Ich habe mir die Geschichte ausgedacht, habe die Panels für die Zeichner beschrieben. Das wurde übersetzt, dann ging das in die Türkei und nach Spanien und ich weiß nicht, wo überall hin, ging zu den Zeichnern, die das dann gezeichnet haben. Und dann kam das zurück und dann durfte man das aber nicht selbst, also in dem Fall nicht, durfte ich das nicht selbst betexten, sondern das machte jemand anders. Und der machte das, ich glaube, jahrzehntelang, weil er irgendwie ein guter Freund vom Redakteur war. Und er machte es, das muss man leider auch sagen, ganz fürchterlich. Und ich habe mich für diese Geschichten immer so geschämt, weil die Texte so grauenvoll sind. Die Geschichten sind jetzt auch nicht irgendwie, ist jetzt auch nichts Dolles. Aber es sind halt Horrorgeschichten, wie man sie irgendwie mit 19, 20 schreibt. Aber
die Sprechblasen, also die Texte in den Sprechblasen sind ganz fürchterlich. Und, ja, aber das ist doch völlig irre. Das ist doch der Marvel-Method bei Buster Lübbe. Das wusste ich nie. Ja, also, aber bei Marvel dürfen die Leute ihre Texte selbst schreiben. Ja, aber damals in den 60ern, wo dann Jack und Stan... Die haben erst ihre Exposés geschrieben, dann haben Kirby und Co. das gezeichnet und dann kam das wieder zurück eben. Und dann haben die ihre eigenen Texte reingeschrieben. Aber das durfte man bei Buster nicht. Also das war wirklich ganz strittig. Ich habe gesagt, ich will aber und es war nicht zu machen. Es musste so sein. Es ist egal, warum es so war, aber es war so. Also ich fand es immer dubios. Der Punkt, wo ich hin wollte, ich wollte sagen, du liebst deine Stoffe in all ihren Formen. Also du genießt es, wenn ein Stoff von dir auch ein Comic wird. Definitiv, klar. Ja eben, das ist doch wunderbar. Ich wollte dafür immer unbedingt. Ich bin, wie gesagt, dann damals zu... ich bin dann damals zu eHarper. Also eHarper hatte mein erstes farbiges Comic und so weiter rausgebracht. Feder und Schwert war noch schwarz-weiß. Mhm. Und ich bin damals zu eHarper hingefahren mit einem Karton voller Bücher und habe gesagt, welches davon möchtet ihr adaptieren? Und habe die auf dem Konferenztisch ausgebreitet und mit den vor den Redakteuren. Und dann haben sie sich halt damals für die Wellenläufer entschieden. Aber ich war einfach sehr hinterher. Also es ist nicht so, dass ich jetzt... meinem Agenten gesagt habe, frag doch mal, sondern bin halt wirklich, ich habe da angerufen, habe einen Termin gemacht, habe gesagt, ich komme mit den Büchern vorbei und lege sie alle hin und sucht euch was aus. Und also das war schon wirklich, es ist auch so ein persönliches Ding einfach, das selbst zu machen. Ja, das weist dich doch als echten Comic-Fan aus. Ja, ich habe ein ganzes Zimmer nur für Comics. Boah. Gibt es denn, frech gefragt, gibt es denn einen Roman von dir, wo du sagst, lies nicht den Roman, lies die Graphic Novel davon? Sagst du sowas Leuten? Oder? Ich sag den Leuten, das ist mir eigentlich egal. Ja. Also ob sie Frostfeuer jetzt als Comic lesen oder ob sie den Roman lesen, ist mir total wurscht. Also Hauptsache, sie lesen die Geschichte. Nach der Fasson. Es geht einfach nur darum, bei den Leuten in die Köpfe zu kommen und da die Figuren und die Plots und die Bilder vor allen Dingen auch zu verankern. Und in welcher Darreichungsform ist mir total egal. Und dann schauen wir auch mal rein in Frostfeuer. Ich versuche mal den Inhalt wiederzugeben. Also ein magisches Märchen, würde ich sagen, aus dem zaristischen Russland mit politischen Untertönen. Das Mädchen Maus, das ist diese Person hier, arbeitet als Schuhputzerin in einem großen St. Petersburger Hotel und begegnet dort der grausamen Schneekönigin sowie einer Attentäterin namens Tamsin Spellwell, die eben diese Schneekönigin aus der Welt schaffen will. Maus gerät zwischen die Fronten, zwischen die Loyalitäten, dann tritt noch die Geheimpolizei auf den Plan und es geht um eine Bombe. Also da ist ganz schön eine Menge Action drin, was die Titelillustration so nicht vermuten lässt, sage ich mal. Also ich fand das ja, das ist ja vom Gehalt her auch viel Action und auch düster. Und das wirkt ja dann doch mehr in Richtung Jugendbuchillustration. Das hat Marie Sann gemacht, auch mit sehr schönen Texturen und Lichtsetzungen, fast malerisch. Aber ich hätte es auch düsterer gesehen. Wie kam es zu dieser Umsetzungsform? Es ist ja ein Jugendbuch. Es ist das Jugendbuch erschienen. Ach so, du verstehst. Frostfeuer war oder ist auch immer noch ein Jugendbuch. Heute nennt man das ja so ganz schick All Age. Also so, dass es halt quasi für alle ist. Ja, eben. Aber es ist schon ganz offiziell eigentlich ein Jugendbuch gewesen. Mhm. Von daher passte das schon. Und ich hatte beim Schreiben tatsächlich auch so ein bisschen tschechische und russische Märchenfilme im Hinterkopf. Und die gibt es ja oft auch in animierter Form und die wurden damals ja natürlich noch, also in den Ostblock-Staaten auch noch so ein bisschen grober animiert, als wir das heute kennen. Und ich fand einfach, dieser Stil passte super dazu. Also so, das hat schon so ein bisschen was von diesem, von diesem osteuropäischen Animationsfilm. Das ist sehr gelungen. Ich spring mal zum nächsten Werk direkt, das Wolkenvolk. Wie kam es hier zum stilistischen Findungsprozess? Wir haben ja hier einen realistischen Mainstream-Look, sag ich mal. Das ist Ralf Schlüter, getuscht von Horst Gotter und Farben von Dirk Schulz. Ein klassisches Fantasy-Märchen, das fängt mit Drachen an. Wie kam es zu der Stilentscheidung? Das ist ja eine Geschichte, die im alten China spielt. Und Vorbild dafür waren so ein bisschen meine Liebe zu diesen ganzen asiatischen Schwertkampf-Fantasy-Filmen. Vor allen Dingen aus den 80ern. Also so Sachen wie Chinese Ghost Story und so weiter. Da gab es ja Dutzende. Und
deshalb sollte das schon so ein bisschen so einen realistischen Look haben. Ich glaube auch, dass man, umso fantastischer die Geschichte wird, umso besser ist es eigentlich, den Look realistisch zu haben, weil sich das sonst wird es zu viel irgendwann. Also wenn man, da gibt es ja nachher, gibt ja in dieser Geschichte wirklich nachher Schlachten mit Hunderten von Drachen und Riesen und Luftschiffen und also das ist ja alle, wird ja alles sehr, sehr groß. Und wenn man da anfängt, das zu vereinfachen oder zu verfremden oder zu skizzieren oder was man da sonst noch machen kann im Comic, würde man, glaube ich, nachher nichts mehr erkennen. Deshalb, glaube ich, ist es ganz sinnvoll, bei so einer Geschichte da wirklich realistisch ranzugehen oder so realistisch wie möglich ranzugehen. Es geht auch um Schauwert hier. Und ich zeige mal eine wunderschöne Szene, wo das alles drin ist, nämlich die Seite 66 hier. Da sehen wir jetzt, die Schwerter fliegen an und versammeln sich um diese Figur hier, die dann in dem Kreis der Schwerter steht, die wieder von sich stößt mit einer magischen, ja, Fähigkeit, und dann sausen die Schwerter wieder zurück, und gleich kommt eine schöne Szene, die typisch ist für diese chinesischen Schwertkämpferfilme. Da haben wir es nämlich, da sehen genau. Wir diese, durch die Luft fliegen sie. Ja, und klar, und auch diese weißen Gewänder, ja, die als Waffen, ja, benutzt werden und so weiter. Das kam also auch schon im Roman, ist das ja genauso drin, ganz klar aus diesen Filmen, die ich einfach als Teenager oder junger Erwachsener halt einfach richtig, richtig super fand. Und habe ich da irgendwie alles so reingepackt. Also das war, das hat richtig Spaß gemacht, das zu schreiben. Ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung von China, wollte das aber unbedingt machen und habe wirklich sehr, sehr viel recherchiert über das alte China. Also sowohl über Mythen und Legenden als auch tatsächlich über die Historie. Ich wollte gerade fragen, war es mehr Spaß oder war es mehr Stress, wenn du versuchst, dann dein Lieblingsgenre in ein Buch, in ein Comic zu gießen? Aber du sagst, es war Spaß. Das ist immer Spaß. Also ich habe das okay. Ja, das bei den Wellenläufern mit den Piraten gemacht und bei Krone der Sterne mit Science Fiction. Und eben, also es ist schon immer, also ich schöpfe sehr einfach sehr aus dem, was ich selbst einfach mag. Und vor allen Dingen, gerade bei den Jugendgeschichten auch, sehr aus dem, was ich in dem entsprechenden Alter mochte. Und du sagst China, wir haben ja, es ist ein Fantasy-Stoff, aber wir haben ein real existierendes China und benutzt auch die real existierenden florentinischen Adelsnamen wie Medici und sowas. Wir haben hier in der Szene, Seite 21, auch ein Fluggerät wie von Leonardo da Vinci. Also da benutzt du reale Bezüge in einem Fantasy-Stoff. So viele wie möglich. Tust du das deshalb, damit der Leser direkt eine Verankerung hat an, ja, Bilder, an Gewohnheiten, an Sitten, und dass du nicht alles neu konstruierend beschreiben musst? Ja, ich habe also fast alle meine Fantasy-Romane oder fantastischen Romane haben einen realen Hintergrund. Also ich glaube, abgesehen von Krone der Sterne spielt, glaube ich, alles mehr oder minder in unserer Welt oder in einer Welt, die der unseren sehr, sehr ähnelt, die im Prinzip nur verfremdet ist, also so eine Art Parallelwelt. Und hier war es natürlich so, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung von China. Ich bin davon ausgegangen, die meisten, die es lesen, werden auch nicht. Deshalb wollte ich einen europäischen Blickwinkel haben auf China. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dieses Wolkenvolk, also es geht ja darum, dass eine Gruppe von Menschen auf einer solide gewordenen Wolke lebt, abtreibt und, also abtreibt, am Himmel abtreibt. Davontreibt, und, ja, abstürzt. Und auch, in China, ja, abstürzt. Und, genau. Und dann eben damit konfrontiert wird, nachdem sie, ich weiß nicht mehr, 100 Jahre, 150 Jahre auf dieser Wolke gelebt haben, plötzlich eben am Boden klarkommen zu müssen, und eben mit, sie werden halt mit diesem alten China konfrontiert. Und das eben aus dieser sehr europäischen, italienischen Sicht. Das ist clever, das ist natürlich total clever. Eine Nachfrage noch zu Schöpfungsmythen. Du beschreibst hier Seite 61 einen chinesischen Schöpfungsmythos. Ist der auch echt oder hast du dir den jetzt ausgedacht? Die Welt als zwei Eihälften, die auseinanderbricht? Nee, das kommt aus der chinesischen Mythologie. Im Ernst? Ja, alles, klar. Alles recherchiert? Ja. Das ist alles recherchiert. Danke, Express. Halle, das ist erstaunlich. Ja, das fand ich wirklich hier, also das klingt auch total glaubwürdig. Ich habe es geglaubt und es ist echt. Ja, so war das mit der Welt. Es gibt ja die verrücktesten Schöpfungsmythen. Ja, natürlich. Sammelt sie alle. Na, das ist fabelhaft. Ich hatte noch eine skurrile Assoziation, die ich nicht hinterm Berg halten kann. Du hast einen Lavastrom und da springt jetzt die Hauptfigur über aufgetauchte Schildkröten über den Lavastrom. Da musste ich an den James Bond mit der Krokodilfarm denken. Weißt du, was ich meine? Nee. Ach, dann bin ich einfach ein alter Spinner. Okay, ich wollte schon fragen, bist du Bond-Fan und wann schreibst du mal einen Bond-Stoff? So wie jeder, glaube ich. Also ich mag Bond natürlich, klar, finde ich nicht gut, aber
Nee, habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht. Aber ich glaube, das gibt es auch tatsächlich ganz oft. Also ja. Es gibt tatsächlich in einem alten, ich glaube, der allererste Kung-Fu-Film, den ich gesehen habe im Kino, das war also einer von diesen Shaw Brothers-Filmen, den habe ich irgendwie als Kind im Kino gesehen, wahrscheinlich in irgendeiner Wiederaufführung nachmittags. Und da gab es eine Szene, in der der Held einen Fluss überquert, in dem, ich weiß nicht, warum er nicht ins Wasser, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, es gibt eine Reihe von Mönchen und die bücken sich alle und er klettert quasi, springt so über die Rücken, glaube ich, der Mönche. Irgend sowas war da drin und es mag sein, dass das sogar daher kommt, das weiß ich gar nicht mehr. Aber das würde passen. Also. Aber wir hätten die Mönche nicht in die Lava stecken können, insofern sind es. Deshalb sind es Schildkröten. Sind Schildkröten, genau. Das natürlich umzusetzen als Comic, eine enorme Leistung. Du hast selbst mal gesagt im Nachwort hierzu, 1200 Seiten Buch sind zu 400 Seiten Comic kondensiert. Und wollen wir jetzt das Lob auf den Mann singen, der das für dich tut? Jan Krehl. Jan Krehl ist dein, ja, ist Dramaturg, sagt man, der Mann, der aus den Romanen Comic, Drehbücher, Skripte macht. Ja, genau. Also wie Jan, hast du ihn kennengelernt? Jan wurde damals, den habe ich kennengelernt bei EHAPA. Und zwar EHAPA hat, als sie meine Wellenläufer adaptiert haben, haben sie ihn einfach vorgeschlagen. Ich kannte ihn vorher, also wir kannten uns vorher nicht. Und genau, und ich bin gar nicht sicher, ob er vorher sowas schon mal, wahrscheinlich hatte er sowas schon mal vorher gemacht, weiß ich gar nicht genau. Und ich fand einfach, dass er das bei den Wellenläufern so gut gemacht hat, dass ich danach bei Splitter, als ich dann zu Splitter ging mit den Comics, gesagt habe, lass das doch bitte den Jan machen. Und seitdem macht er das ja eigentlich bei allen Comics, außer bei denen, die Jurek Malott gemacht, weil er das ganz toll selbst macht. Aber bei den ganzen anderen Sachen hat Jan das halt gemacht. Das braucht ja eine enorme Vertrauensbasis. Man könnte sagen, der Jan könnte auch deine Geschichten verzerren oder verwässern, aber da hast du nie... Ich sehe sie ja nochmal. Also ich sehe tatsächlich bei den Comics eigentlich alle Schritte, alle Arbeitsschritte. Ich sehe Skizzen, ich sehe also die Personen als Skizzen, ich sehe die Seiten als Skizzen, also in Schwarz-Weiß, in Farbe und in allem drum und dran. Und ich sehe halt auch die Texte. Wobei es ehrlich gesagt mittlerweile oder auch schon sehr, sehr lange so ist, dass ich, wenn Jan mir die Manuskripte schickt, ich die Manuskripte nicht mehr lese, sondern ich das Ganze wirklich erst lese, wenn es grob gelettert ist. Und dann gehe ich da nochmal rein und mache hier und da Änderungen und sage, hier muss noch irgendwie eine Sprechblase hin oder die brauchen wir vielleicht nicht. Aber zum größten Teil macht Jan das natürlich einfach selbst und macht es halt sehr, sehr gut. Und da, das sind Final Cut sozusagen. Und das tut dir nicht weh, wenn deine ganzen schriftstellerischen Prosa-Beschreibungen zu Comicblasen werden und die ganzen Details wegfallen? Ich frag nur, ob das nicht dich doch einfach. Aber nein. Du sagst, es ist ein Transfer in ein anderes Medium, in eine andere Kunstform. Und somit ist es völlig. Das muss man einfach wissen. Also, wenn man einen Text zur Adaption freigibt, egal ob das im Comic ist, ob das für einen Film ist, ob das fürs Hörspiel ist, dann weiß man einfach, es gibt Änderungen oder es gibt Kürzungen. Das geht gar nicht anders. Und ich bin da auch sehr für. Also ich finde, da muss auch nicht jedes meiner heiligen Worte rein. Also das kann, da kann man ruhig so ein bisschen drin wüten und Dinge kürzen. Also ich bin ein bisschen empfindlicher bei Umschreiben, aber beim Kürzen nicht. Also Kürzen. Ja, verstehe. Ah, ja. Ich bin immer der Meinung, man kann jeden Roman kürzen. Also man kann auch meine Romane wahrscheinlich noch weiter kürzen und von daher ist das völlig in Ordnung. Dann bist du aber ein Mensch, der loslassen kann. Ganz gut, ja. Ich vertraue den Leuten, die machen doch einen schönen Graphic Novel und so weiter. Ja. Das ist ja ein sehr entspanntes Arbeiten. Deshalb funktioniert das auch. Deshalb gibt es wahrscheinlich so viele Comics jetzt mittlerweile. Einfach weil ich glaube, ich da relativ realistisch von Anfang an dran gegangen bin und gesagt habe, also mir ist einfach klar, es muss Änderungen geben und die will man ja auch. Es soll ja ein Comic sein und kein Roman. Damit kommen wir zum neuesten Werk bei Splitter, noch recht frisch draußen, Die Krone der Sterne. Und da hast du selber gesagt, auch hier gibt es ein kleines Nachwort, du wolltest das Star Wars-Feeling der 70er Jahre wieder aufleben lassen, was dir damals viel bedeutet hat. Und ich bin alt genug, ich bin auch dabei gewesen und ich muss sagen, es ist dir gelungen. Also ich hatte meinen Riesenspaß dran und du auch, ich ahne es schon, du hast dich ausleben können. Ja, das war toll. Also die Romane, es sind ja drei Romane und Splitter adaptiert jetzt erstmal den ersten in drei Alben. Also das ist quasi das erste Drittel des ersten Romans. Und ich habe diese Romane wahnsinnig gern geschrieben. Ich wollte das schon seit Jahren machen. Und Science Fiction war immer schwierig in Deutschland auf dem Buchmarkt. Und es gab jetzt vor ein paar Jahren mal so den Versuch einiger Verlage, mal wieder mehr Science Fiction zu machen. Warum auch immer. Also wenn man die Verlage fragt, wissen das eigentlich alle selbst gar nicht so ganz genau.
Und dadurch hatte ich einfach die Chance, jetzt endlich mal eine Space Opera zu machen und habe dann einfach gesagt, ich schreibe jetzt diese Geschichte. Und es war toll. Also ich bin halt klar mit Star Wars aufgewachsen. Also ich war hier in Köln im ersten Star Wars Film mit 8, glaube ich. Also als er rauskam, 77, 78, ich glaube wahrscheinlich Anfang 78, ich glaube rausgekommen ist er Weihnachten 77. Müsste, ja. In Deutschland. War natürlich hin und weg, also so wie das in dem Alter damals wahrscheinlich die meisten Jungs waren, die es gesehen haben. Und war dann ganz, ganz großer Fan von diesen Marvel-EHAPA-Comic-Fortsetzungen von Star Wars. Also EHAPA hat ja dann in Albenformat diese Marvel-Star Wars-Comics gemacht, die Archie Goodwin hauptsächlich, glaube ich, anfangs geschrieben hat. Und die habe ich als Kind wieder und wieder und wieder gelesen. Also ich habe diese alten Exemplare noch und die sehen fürchterlich aus, einfach weil sie fast auseinanderfallen. Und das war wirklich so meine Science-Fiction, mein Zugang zur Science-Fiction waren wirklich diese Star-Wars-Comics. Und ich glaube, in Krone der Sterne steckt fast mehr, also vom Gefühl her, gar nicht jetzt inhaltlich, aber so vom Gefühl her, mehr von den alten Star-Wars-Comics als von den Star-Wars-Filmen. Dann bist du also auch Hardcore-Fan des ersten Der Krieg der Sterne. Da sag ich ja auch, eigentlich war klar, der schon nicht mehr zu toppen durch kein Prequel, Sequel. Mir reicht eigentlich Krieg der Sterne. Und das hast du wieder aufleben. Das ist es. Ja, ich bin da sehr hin und her gerissen. Also ich finde Imperium schlägt zurück ist der bessere Film, aber Krieg der Sterne, also der erste, ist, glaube ich, der mir lieber ist. Ja, es ist alles schon drin. Nicht mehr zu toppen. Jawohl. Ich zeig mal ein paar Sachen, die sehr schön sind. Wir haben in dieser Star Wars Travestie, sage ich mal, haben wir auch eine Prinzessin Leia-Figur, Baroness Inizza, die aber sehr viel kämpferischer angelegt ist, wie ich finde, und direkt hier Action macht und auch hier ein paar Stormtrooper in Rot. Und dann haben wir auch eine Obi-Wan-Figur, das ist ja aber ein taffer alter Söldner namens Krannit. Ja, der ist schon anders. Das ist schon ja, anders. Aber nein, du also hast die Figuren sind geschickt. Schon anders. Also ja, ich wollte tatsächlich eher wirklich so dieses, was ich eben schon sagte, dieses Gefühl haben, also von Star Wars. Also es ging gar nicht darum, irgendwie diesen Plot zu recyceln oder die Figuren zu recyceln, sondern es ging eigentlich darum, so diesen Sense of Wonder, den Star Wars einfach hatte und naja, vielleicht dann noch hat, bin ich nicht so ganz sicher, aber auf jeden Fall in den frühen Filmen hatte, den wollte ich haben. Und ich glaube, Einflüsse sind da viele drin. Also das ist, viele haben gesagt, Dune, was? Das stimmt. Wüstenplanet finde ich. Durch diese Hexen halt, also diese Verbindung zu diesen. Das gleich Steampunkige auch. Ja. Aber Dune war es eigentlich gar nicht so sehr. Also es ist wirklich so eine Mischung aus allem Möglichen und dann natürlich einfach letztlich durch meinen Erzählfilter. Du musst aber schon die Formel und die Konvention bedienen. Und ich zeige mal eine Passage, die mich also wirklich sehr an Star Wars erinnert hat. Hier versammeln sich jetzt die vier Hauptfiguren in dem Schiff von der Händlerin, der Schmugglerin, Shara Bitterstern. Und das ist nicht der rasende Falke, sondern die Nachtwärts. Und jetzt gehen sie unter Beschuss aus dem Hangar, fliegen sie raus, werden verfolgt von diesen kleinen Ein-Mann-Schiffen, den Greifern. Und das ist dann, das kommt mir doch bekannt vor. Kai, aber das macht dann, das ist ja auch der Comic. Ich bin unfair zu dir. Nein, das ist, der Comic ist natürlich eine filmische Umsetzung. Ich bin da nicht angegriffen, sondern das ist natürlich ganz klar. Natürlich, Ein-Mann-Jäger mussten rein. Also, wobei ich ja eher Befürworter der Vipers aus Galactica bin, als den X-Wings aus Star Wars. Wo ist da der Unterschied? Die sehen einfach viel cooler aus. Ja, okay, das mag sein. Zum Schluss kommen wir auf dein nächstes Projekt, auch bei Splitter. Du hast schon gesagt, Jurek Malotke macht in Eigenregie deine Story Phantasmen. Mhm. Kannst du da kurz was zum Inhalt sagen? Ja, Phantasmen ist ein, also ich sage immer, es ist ein Horrorroman. Es ist tatsächlich als Jugendbuch erschienen. Es ist nicht wirklich ein Jugendbuch. Es ist ein Horrorroman, es ist eine Geistergeschichte, es ist eine Geschichte über den Weltuntergang. Also da steckt tatsächlich eine ganze Menge drin. Das ist ein Buch, an dem ich sehr, sehr hänge. Die Grundidee war eigentlich tatsächlich, die Geschichte eines Weltuntergangs zu erzählen und einer Invasion zu erzählen. Ich wollte aber weder Zombies noch wollte ich Außerirdische und bin dann einfach drauf gekommen, okay, warum denn nicht einfach Geister? Das heißt, es gibt eine Invasion von Geistern. Schön. Und das ist ein bisschen komplizierter, das jetzt in zwei Sätzen zu erzählen, aber
Was mir auch wichtig war, war tatsächlich der Schauplatz. Ich wollte unbedingt einen Roman schreiben, der in Europas einziger Wüste spielt. Und das ist eben diese Wüste von Tabernas in Spanien, in Almeria. Das ist die Wüste, in der die ganzen Italo-Western gedreht worden sind. Und noch, ich glaube, 350 Filme sind da gedreht worden. Also von Lawrence von Arabien über Cleopatra bis zu Spiel mir das Lied vom Tod und heute noch. Also der letzte Terminator ist da gedreht worden. Was im Film Mexiko sein soll, ist tatsächlich die Wüste von Tabernas in Spanien. Also, und die ist ganz klein. Die ist, ich glaube, 20 mal 20 Kilometer. Man sieht in Filmen, wenn man es einmal weiß, immer wieder dieselben Felsen und dieselben Berge und dieselbe Schlucht. Das ist eine Schlucht, die in jedem Film ist. Und ich bin halt einfach auch großer Fan von diesen ganzen alten italienischen Filmen und so weiter. Und hatte einfach, ja, wollte immer mal was machen, was da spielt. Und das war tatsächlich der Auslöser, als ich gesagt habe, ich mache was in dieser Wüste und was für eine Geschichte kann ich da erzählen? Und bin dann auf diese Weltuntergangsgeschichte und auf die Geistergeschichte gekommen. Wunderbar, das klingt sehr schick, das klingt sehr verlockend. Und damit beschließen wir diesen Talk. Wenn Sie daheim noch mehr Kai Meier sehen wollen, du warst in einer Folge im Comic Talk, hast du auch über das Fleisch der vielen im Saal mit Heller von Sinnen diskutiert. Das können Sie nachschauen auf YouTube oder auf Massengeschmack TV. Damit sage ich danke, Kai Meier. Sehr gerne. Und wir gehen zurück ins Comic Talk Studio.